Weißt du noch, wie ich immer gesagt habe, dass ich meinem Job nicht den ganzen Tag am Schreibtisch rumsitzen will? Jetzt pass mal auf, was hier abgeht. Servus, Linnea. Also, ich bin gerade auf dem Weg in die Stadtbücherei. Als Fachangestellte für Medieninformationsdienste müssen wir nicht nur Bücher und Regale einräumen. So ein Quatsch. Wir veranstalten zum Beispiel auch gemeinsame Gaming-Treffs zum Zocken. Du hast mich doch gefragt, warum ich eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellte mache. Na, mehr Abwechslung geht ja wohl gar nicht. In unserer Ausbildung und auch später mal im Job gibt's viele verschiedene Sachen zu machen. Ich bin zum Beispiel gerade bei den Finanzen, Sven im Bauamt und Lina im Bürgerbüro. Mein aktueller Arbeitsplatz. Sag mal hallo! Und die da hinten, die machen gar keine Ausbildung. Erzählt mal, was ihr macht. Hey, genau. Wir studieren dual hier bei der Stadt. Sarah hier drüben studiert digitales Verwaltungsmanagement und ich Public Management. Wir haben auch sehr viel Abwechslung. Und gute Jobchancen. Und am meisten freue ich mich auf das Auslandspraktikum. Das klingt ja richtig cool. Hey, vergessen Sie Industriekaufleute nicht. Ups, ganz vergessen. Aber jetzt lass uns doch mal weitermachen, oder? Hey, yo, ich zeig dir meinen Alltag als Elektroniker-Azubi. Hey Linnea, du denkst vielleicht, ich chill den ganzen Tag am Pool, mach einen auf Baywatch in so roten Badehosen. Da hast du zwar nicht ganz unrecht, aber zum Fachangestellten für Bädebetriebe gehört schon mehr dazu. Ich bin nämlich hier, um die Schwimmbäder am Laufen zu halten. Wusstest du schon, dass die Stadtwerke Mössingen täglich 2,5 Millionen Liter Wasser an ihre Kunden verteilen? Ich nämlich auch nicht. Also ich mache die Ausbildung zum Anlagenmechaniker im Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik.